Alle Jahre immer wieder war diesmal das Motto des Weihnachtsprogramms im Freizeitzentrum in Wiener Neudorf mit Stargast Josie Prokopetz. Warum Weihnachten in Bethlehem erfunden worden ist und nicht in Schweden? Weil nämlich sonst das Weihnachtsevangelium vermutlich so lauten würde. Lesung aus dem Evangelium des Apostels Ikea. Josie Prokopetz, der sich sogar Professor nennen darf, gab viel Selbstverfasstes zum Besten. Es war heiter, aber auch kritisch. Welche Einstellung haben Sie denn persönlich zu Weihnachten? Ich finde das entsetzlich, also es ist grauslich. Ich finde das ganze Gesüße rundherum, das ist ja so Klumper zum Trinken schon, der Punsch ist ja schon grauslich. Dieses ewige zu Weihnachten tun wir uns besinnen und das sind wir alle ganz gut und alle ganz lieb. In Wahrheit steht am 27. in der Kronenzeitung, Mann erschlägt Frau im Affekt mit Hacke unterm Lichterbaum. Daher satirisches Programm und die Leute sind zu Weihnachten lachen und teilweise vielleicht sogar über sich selber lachen. Der Applaus war frenetisch. So viel wie an diesem Nachmittag haben viele schon lange nicht gelacht. Neben Josie Prokopetz trat der sehr junge Trompetenkünstler Nikolaus Schöninger auf. Er faszinierte alle. Es ist ein Fest der Freude. Es war mein Ziel, einmal zu organisieren, dass man schaut, dass man etwas Lustiges dabei hat, etwas sehr Instrumental-Musikalisches und am Ende dann, wie gesagt, ein musikalischer Abschluss mit dem Chor, wo am Ende sich auch alle beteiligen. Ich glaube, das gehört zu einer Feier dazu. Direktor der Musikschule Robert Rother ist auf die Leistung seiner Schüler sehr stolz. Eine tolle Feier, die die Bürger von Wiener Neudorf näher zusammenrücken lässt. Neue Kontakte werden geknüpft, alte Freundschaften aufgefrischt. Ich denke mir, das ist unser Dank an die Senioren, dass wir eine Weihnachtsfeier ausrichten und wir versuchen natürlich jedes Jahr ein anderes, ein tolles Programm zu bieten. Eine Gemeinde, die sich um ihre Bürger kümmert. Nicht nur zu Weihnachten. Ich darf auf diesem Weg allen Wiener Neudorferinnen und Wiener Neudorfern ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen, ein gutes Hinüberrutschen und ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2016. Wenn Sie gesund sind, dann bleiben Sie es. Und wenn es ein bisschen zwackt, dann wünsche ich Ihnen, dass dieses Zwicken und Zwacken im nächsten Jahr aufhört. Alles Liebe und alles Gute.